Sind Verhaltensprobleme immer die Folge von Beziehungsproblemen? Schwierigkeiten im Verhalten sind Ausdruck von überfordernden Situationen oder von nicht angepassten vorhandenen Verhaltensmustern. Also es hängt schon immer eng zusammen, wobei ich nicht einen kausalen Zusammenhang herstellen möchte. Das heißt, es ist immer die Beziehung im Hintergrund verantwortlich für Verhaltensprobleme. Weil der Kontext, die Situationen, in denen Verhalten gezeigt wird, ganz wichtig sind. Wir haben viel Zeit in der Familie, haben viele tausend Stunden in der Schule und die Kinder kommen mit gelernten Verhaltensmustern aus den Familien in einen neuen Kontext Schule, wenn man an Schulanfänger denkt. Und dort wenden sie zunächst mal die für sie verfügbaren Verhaltensmuster und verhaltenssteuernden Mechanismen an. Nimm uns da mal mit. Nehmen wir an, du beobachtest deine Unterrichtssituation. Du setzt dich hinten links ins Schulzimmer und richtest deinen Blick auf die Lehrperson. Die Lehrperson tritt ins Zimmer und worauf schaust du jetzt, wenn du Beziehung zwischen der Lehrperson und mal der ganzen Schulklasse genauer anschauen willst? Worauf achtest du dich? Es gibt natürlich erst zunächst körperliche Signale, Blickverhalten. Wie nimmt die Lehrperson Kontakt mit der Gruppe, mit den Kindern, mit einzelnen Kindern auf? Das heißt, welche Bezogenheit drückt sie durch ihr Verhalten aus? Wohin fokussiert sie ihre eigenen Handlungen, ihr eigenes Verhalten? Das sind ganz wichtige Signale, die die Kinder natürlich aufnehmen und dann entsprechend mit Blickverhalten, mit körperlichen, gestischen, mimischen Strukturen antworten. Auch das ist etwas, was ganz schnell im Millisekunden- bis Sekundenbereich funktioniert und da passiert eine wichtige Abstimmung, die den Boden bereitet für das Folgende. Ich habe immer noch kein ganz klares Bild einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung im Kopf. Kannst du mir da helfen? Wodurch wird die gekennzeichnet? Eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung wird aus meiner Sicht durch einen sehr wechselseitigen, interaktiven, dialogischen Prozess verwirklicht. Klarheit heißt nicht Härte und nicht Durchsetzung, sondern Klarheit heißt Vorhersehbarkeit, die aber auch Verhandlung möglich macht. Das Verhandeln von bestimmten Bedingungen und situationsbezogenen Settings ist ganz wichtig, um Lernen zu gestalten. Denn jedes Kind bringt andere Voraussetzungen mit, auch jede Lehrperson bringt andere Bedingungen mit. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Kinder, die nicht sicher gebunden sind im Schulzimmer. Was heißt das für die Lehrpersonen in der Schule? Wie müssen sie mit diesen neuen Herausforderungen umgehen? Das intuitive Verhalten allein, das für sicher gebundene Kinder gilt, reicht für manche Kinder, die sich als auffällig wahrgenommen verhalten, nicht mehr aus. Das heißt, ich muss mich informieren, ich muss mir auch Techniken angewöhnen, wie ich richtig reagiere, wie ich richtig proaktiv handle, um mit Kindern in Beziehung zu treten. Das heißt, die Gestaltung von Beziehungen ist ein viel bewussteres Thema und nicht nur für die Kinder gedacht, sondern auch für die eigene Gesundheit als Lehrperson. Denn die Belastung und der Stress steigt auch für mich als Lehrperson. Damit habe ich eine doppelte Sichtweise auf dieses Thema. Und dieses bedeutet, ich muss mich mit Beziehungsgestaltung viel bewusster als früher auseinandersetzen und mir da Handlungskompetenz erwerben. Wenn du dir die Forschungsbefunde der letzten Jahre nochmals genau durch den Kopf gehen lässt, was war da eine Erkenntnis, die dich überrascht hat? Ja, es ist die Erkenntnis, dass Beziehung sich so stark sogar in physiologischen Parametern im medizinischen Bereich abbilden lässt und damit aber auch Erkenntnisse, die wieder in der Pädagogik zur Handlungskompetenz führen können, abgeleitet werden können. Also Henry Julius hat das in seinen Studien und wir sind derzeit auch an einem Projekt mit beteiligt mit ihm, nachgewiesen, dass die Stressregulation, die durch Verhalten zwischen Lehrperson und Schüler sehr stark gestaltet werden kann, auch sehr stark im körperlichen Bereich stattfindet und sehr wichtig ist, dass wir diese Zusammenhänge kennen. Das heißt, mein Verhalten als Lehrperson bekommt auch da eine ganz andere Bedeutung als früher, weil ich damit im Beziehungsbereich Bedingungen für gutes Lernen herstellen kann. Und dessen bewusst zu sein und danach auch eigene Kompetenzen als Lehrperson aufzubauen, ist heute eine große Aufgabe und Herausforderung.